Yo Leute, ich bin der Six und heute werden wir ein bisschen ein Tutorial zu Stardew Valley machen. Und zwar, wie man am besten Hardwood farmen kann. Ich möchte es ganz kurz halten. Auch eigentlich die beste Möglichkeit, was man im Winter tun kann, neben diese Dinger hier, ne? Die diese Fässer machen und dann Prickled oder Jellies zu haben. Kann natürlich sich auch hier Tiere halten und so weiter, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Und zwar zeige ich euch heute die beste Möglichkeit, um Hardwood zu farmen. Und da müssen wir erstmals in den Zauberwald gehen. Ihr seht schon, ich bin erst im ersten Jahr, aber das ist auch gar kein Problem. Das kann man dann easy im ersten Jahr machen. Was ihr als einziges braucht, ist die Steel Axe. Ihr braucht ihr nämlich, um diesen Baumstumpf, der da vorne ist, zu zerhacken. Hier nochmal auf der Map. Ihr müsst von der Farm runtergehen, dann hier zum Wizardtor in die Richtung und da oben ist dann hier so ein Baumstumpf. Den hackt man einfach weg und dann ist hier der Forest. So, man kann hier natürlich auch Slimes finden. Man kann hier so Hollies zum Beispiel, diese Früchte finden. Und das Wichtigste, man kann hier Hardwood farmen. Dann gibt es noch ein verstecktes Bäumchen und zwar hier. Da gibt es nochmal zwei Baumstämme. So, und am Ende hat man dann jetzt hier 12 Hardwood mitgenommen. Ja? Ist eigentlich eine sehr gute Methode, um zu farmen. Außerdem kann man hier noch ein bisschen ein paar Lake-Fische fangen. Zudem, falls ihr das jetzt gemacht habt, schenkt dem Wizard auf jeden Fall Sachen. Am besten sind Voice Essence und Solar Essence. Dann könnt ihr in der Woche ihm zweimal das schenken. Wenn ihr 5 Herzen bei dem Wizard nämlich habt, kriegt ihr irgendwann in dem Briefkasten Barren. So, und auf eurer Farm sind natürlich auch noch diese Teile, die könnt ihr im Winter easy wegsnacken. So, in dem Teil waren jetzt mehrere Hardwoods, also mehr als in den anderen drinne. Das ist natürlich auch sehr gut. Zusätzlich, falls man hier beim Foraging den Forester genommen hat, kriegt man hier noch, glaube ich, den Lumberjack und dadurch droppen aus den normalen Trees auch nochmal Hardwood-Teile. Falls ihr dann eure ganzen Sachen gemacht habt und euch sonst die Zeit vertrieben habt, könnt ihr natürlich schlafen gehen. Und am nächsten Tag könnt ihr wieder zum Forest laufen, nachdem ihr natürlich eure Tiere gefüttert habt, was ich letzten Tag vergessen habe, weil ich so schlau bin. Dann spawnen nämlich die Hardwood-Stümpfe wieder. So, nachdem ihr wieder alle abgefarmt habt, macht ihr das genau jeden Tag so. Und jeden Tag kriegt ihr 12 Hardwood. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Das war's. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Tutorial. Bis dahin, Leute. Ciao.